Live Music Now bringt Musik zu Menschen, die aufgrund ihrer sehr besonderen Lebenssituation belastet ist. Diese Menschen haben häufig überhaupt gar keinen Zugang zu Live-Musik, die können nicht in Live-Konzerte gehen. Wir bringen Musik zu diesen Menschen und gleichzeitig unterstützen und fördern wir junge Musiker, die ganz am Beginn ihrer Karriere sind. Als ich in München Artist in Residence war, bei dem Münchner Rundfunkorchester, nach einem Konzert, das Team von Live Music Now kam zu mir und sagte, wow, toll, wir würden gerne ein Benefit-Konzert mit dir machen. Und dann kam aber nach ein paar Monaten Corona. Und dann habe ich damals vorgeschlagen, dass ich mit einem Komponisten gerade arbeite, und zwar Lamberto Cottoni. Sono Lamberto Cottoni e sono il compositore del Ritmo della Terra. Un'opera che ho scritto nell'ultimo anno durante questo lockdown italiano. Con Simone Rubino ci siamo trovati appunto a condividere queste idee. Ho trovato nella poesia di Mariangela Gualtieri le giuste parole per descrivere le nostre sensazioni e lo stato d'animo. Jeder hat an diesen Projekt geglaubt, weil damals keiner wusste, was überhaupt das Projekt werden kann. Also ich selber auch nicht. Natürlich ist das auch ein Risiko, weil man nicht weiß, was werden kann. Aber das Tolle war, dass von beiden Seiten einfach so ein Glauben war. Ein Vertrauen und dann und die Unterstützung. Und das war unglaublich wichtig, glaube ich, auch für das Ergebnis. Ein Konzert vor Demenzkranken. Ich habe dann eigentlich den Eindruck, sie sind abgeschnitten von der Welt und können nicht mehr in Kontakt treten zu der Welt. Und dann fangen die Musiker an zu spielen und die Musik ist erst wie etwas ganz Kleines, ein kleiner Funken, der immer größer wird und plötzlich springt das über aufs Publikum und dann kann ich unmittelbar sehen, wie sich die Situation verändert. Das sind fantastische, einmalig berührende Momente.